gehe. Die Küche kommt klar ohne mich. Das kannst du nicht machen. Du kannst nicht einfach weggehen. Natürlich geht das. Geht wunderbar. Jetzt warte doch mal. Wenn irgendwas ist, ich bin da, ja? Nein, nein. Was soll denn sein? Alles bestens. Alles großartig. Ihr schafft das schon. Ich habe mich entschlossen, deine Anteile zu übernehmen. Das ist das Beste, so für den Fürstenhof, für unsere Familie und für die Klinker Emdens. Das ist nicht dein Ernst. Doch. Du wolltest deine Anteile nicht mehr. Tut mir leid, wenn ich dich jetzt beim Wort nehme. Ich warte. Ach, was soll's. Ich weiß noch immer nicht, welchen Wein ich nehmen soll. Ihr Weinhändler ist nämlich viel zu teuer. Und Robert war nicht da und da habe ich... Da haben sie sich mal so richtig eingenehmigt, hm? Mutter, ich habe dich noch nie um etwas gebeten. Aber bitte, 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 lass mich jetzt nicht im Stich. Nein, Robin. Aber ich bin dein Sohn. From the first ray in the morning to the last kiss in the night. Just one day without you, I could throw my heart away. Can't you hear I'm asking you to stay? Through the rainbow colored night, stay, stay, stay. Ich habe Tag und Nacht für dieses Hotel gearbeitet. Für meine Familie. Das ist jetzt der Dank. Du weißt, wie sehr ich dich liebe. Du kannst mich jetzt nicht verlassen. Ich verstehe dich jetzt sehr gut, aber... Weißt du noch, wenn ich in Mathe eine 3 geschrieben habe? Ich habe es nur dir gezeigt. Weil du mich in Schutz genommen hast gegen Vaters maßlose Ansprüche. Er hat so viel von dir verlangt, weil er wusste, was du kannst. Warum lässt du mich jetzt fallen? Das tue ich nicht. Wenn ich dir jetzt meine Anteile vom Familienvermögen überschreibe, dann schade ich dir nur. Das würde den Graben zwischen dir und Werner nur noch vergrößern. Ich habe auch nicht vergessen, was er dir angetan hat. Und dafür muss er bluten! Für das, was er mir angetan hat oder dir? Er hat mich verstoßen. Er hat mir ins Gesicht gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn. Er hat was gesagt? Das ist ihm sicher nur so rausgerutscht. Er weiß doch, was er an dir hat. Er kann so nicht so zeigen. Du verteidigst diesen Menschen auch noch? Ich dachte, wenigstens einer in dieser Familie hält zu mir. Das tue ich auch. Hilf mir. Verstehe, Mutter. Ich glaube, es ist das Beste, wenn ich das Hotel verlasse. Dann mache ich euch nicht mehr so viel Ärger. Und ihr habt endlich das, was ihr wollt. Euren heiligen Familienfrieden. Dann haben wir noch den Savarin vom Lachs in Weißweinsoße mit Minze und Gartenbohnen. Hör mir auf mit Lachs. Also ich lasse mich doch nicht noch mal vorführen. Da muss der Chef schon selber ran. Wo ist denn der eigentlich überhaupt? Hat der heute schon wieder keine Lust zu arbeiten? Nee, das glaube ich nicht. Also beim Frühstück war er noch sehr fröhlich. Was? Ihr habt zusammen gefrühstückt? Was soll denn das heißen? Dass ich mich mit meinem Bruder gut verstehe? Was haben Sie denn gedacht? Das Schlimmste natürlich. Wundert dich das bei allem, was hier im Hotel passiert? Frau Sonnenwichler, Sie haben zu viel Fantasie. Die bekommt man automatisch, wenn man lange genug hier arbeitet. Also, ich stelle den Menüplan um und es gibt heute Bayerisch, wenn er nicht bald aufkreuzt. Warte dann. Ja, wie ich sehe, ist der feine Küchenchef ja schon wieder nicht anwesend. Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Hotel und das Restaurant auf diese Art und Weise seinen Stern verteidigen will. Soll das etwa eine Kritik an meinen Kochkünsten sein? Nein, aber an der Hotelleitung. Herr Saalfeld ist beschäftigt. Er redet gerade mit dem Lieferanten. Übrigens, der Zutritt zur Küche ist Gästen untersagt.
Darf ich Sie darauf hinweisen, dass seit dieser Fusion ich alles andere bin als ein Gast, sondern sozusagen Mitbesitzer des Hotels? Hm? Sozusagen, ja. Aber das Sagen hat immer noch Alexander Saalfeld. Und in seinem Namen bitten wir Sie jetzt, die Küche zu verlassen. Also gut, ich will die Dame ja nicht von der Arbeit abhalten. Aber kleiner Tipp am Rande. Vielleicht sollten Sie sich, so wie die Dinge hier laufen, bereits darauf einstellen, bald auf Ihren Küchenchef zu verzichten. Wieder. Kein Termin. Dem Himmel sei Dank. Nett von Ihnen, dass Sie mir helfen. Eine so begabte Sommelier kann ich doch nicht allein lassen. Schade, dass ich das nicht früher gewusst habe. Ich hätte Sie gern zu der Probe mitgenommen. Haben Sie den ganzen Wein wirklich ganz allein getrunken? Nein, ich habe eine Party geschmissen. Eine ziemlich teure Party. 150 Euro war allein der Wein hier wert. Oh, das gibt Ärger. Aber nur, wenn es jemand erfährt. Können Sie sich überhaupt noch daran erinnern, welcher Wein besonders gut war? Ich glaube, das ist wie mit Parfüm. Also, wenn man mehr als 3 Sorten ausprobiert, dann ist die Nase überfordert, sagt man. Dann haben Sie den guten Wein also völlig umsonst getrunken. Was heißt hier umsonst? Ich weiß jetzt, dass alle Weine sehr gut sind. Was ja auch kein Wunder ist im Weinkeller vom Fürstenhof, oder? Er hat den Test bestanden. Nun ja. Wissen Sie was? Ich bewundere Sie. Man merkt Ihnen den Schwips überhaupt nicht an. Ach, ich habe keinen Schwips. Kein bisschen. Schauen Sie doch. Tatsächlich. Diese Rehaugen können einfach nicht lügen. Wenn Sie möchten, dann holen wir die Weinprobe mal nach. Aber dann unter fachmännischer Anleitung, okay? Gern. Also diesem Lackaffen, dem haben wir es aber wirklich gezeigt. Mir kommt das so komisch vor. Warum mischt sich denn Katharinas Bruder plötzlich so ein? Tja, und schadet noch ein Hotel. Die Qualität der Küche hat nachgelassen. Wer weiß, wo der das sonst noch erzählt. Was kann ich denn dafür? Meine Qualität ist nun mal Schweinsbraten und dich Lachsmus à la irgendwas. Maxim wollte Robert treffen, nicht Sie. Das geht ja auch nicht, dass der uns hier so im Stich lässt. Also da muss ich diesem Herrn leider recht geben. Ich glaube, Maxim will diese Krise bei den Saalfelds für sich ausnutzen. Naja. Kaum hat seine Mutter die Fusion unterschrieben, da ist ihr guter Name auch schon in diesen Skandal im Fürstenhof verwickelt. Also da wäre ich auch nicht glücklich. Also Katharina gehört jetzt zur Familie, die hat solidarisch zu sein. So wie du? Hm. Armes Mädchen, wo bist du da nur hingeraten? Ja. Ausgesucht habe ich mir die Familie nicht. Aber Robert ist mein Bruder. Ich muss ihn warnen, glaube ich. Er darf sich jetzt nicht noch mal so eine Blöße geben. Der muss jetzt schleunigst hier in der Küche erscheinen. Sonst organisiert dieser Klinkerempen noch einen Testesser. Ach. Ja, das ist ihm zuzutrauen. Und dann ist unser Stern weg. Jetzt malen Sie mal nicht einen Teufel an die Wand. Also ich traue diesem Herrn sozusagen nicht über den Weg. Der liegt doch wie ein Fuchs auf der Lauer, um den Hasen zu fangen. Wie ein Hase kommt Robert mir nicht vor. Er wie ein Wolf. Angeschossener. Irgendwas ist mit dem. Also irgendwas muss ihn furchtbar getroffen haben. Ich frag mal Tanja. Was hat denn Tanja mit der Sache zu tun? Hey! Laura, jetzt lass mich doch nicht im Stich hier. Sonst bin ich doch noch ganz allein. Was koche ich denn jetzt? Bayerisch oder Französisch? Ich werde ab sofort Stippvisiten in unseren Hotels durchführen. Ein guter Chef lässt sich überall mal blicken. Ach, du siehst dich also schon als Chef? Ja, da kriegt man so einiges mit. Lange Beine und kurze Röcke in deinem Fall, nehme ich an. Mama, bitte, das ist kein Scherz. Ich mein's todernst. Ah ja. Ich mache mir ernsthaft Sorgen um unseren guten Hotelnamen. Die Saalfelds sind momentan so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass ich ihnen die Leitung unserer Hotelgruppe einfach nicht zutraue.
Du wolltest schon mal in die Konzernleitung, aber am nächsten Tag hast du wieder rufen. Ja, ich weiß, das war ein Fehler, den bereue ich bis heute. Aber jetzt bin ich wirklich bereit, Verantwortung zu übernehmen. Du hast doch gar keine Erfahrung. Und ein besonderes Händchen fürs Geschäftliche habe ich bis jetzt noch nicht bei dir entdeckt. Gut, ich weiß, ich bin dir auf der Tasche gelegen. Ich habe dein Geld zum Fenster rausgeworfen. Du hast ja recht. Ja, manchmal glaube ich, es war meine Schuld. Ich habe dich zu sehr verwöhnt. Nein, 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 Mama. Du bist eine wunderbare Mutter, okay? Und weißt du, was dein größter Dienst an mir war? Dass du mir den Geldhahn zugedreht hast. Gut, dass du mir das sagst. Ich habe mir nicht mehr zu helfen gewusst. Sag mal, gib mir doch einfach die Chance, dass ich dich stolz machen kann. Dass ich dir zeigen kann, dass ich nicht nur nehme, sondern auch was zurückgebe. Du musst mich nur lassen. Ich werde darüber nachdenken. Wir sehen uns nachher im Wald beim Spaziergang. Mhm. Bis später. Ich bin wirklich stolz auf euch beide. Auf dich, Robert. Und auch auf Sie, Laura. Ich will nicht gestört werden. Von mir etwa auch nicht. Musst du gar nicht in die Kirche heute? Wenn du gekommen bist, um mich das zu fragen, kannst du gleich wieder gehen. Die Familie nervt dich, ja? Also ich muss schon sagen, wie du deinem Vater die Stirn geboten hast bei dieser Versammlung. Ohne Angst vor Konsequenzen geradeaus. Hut ab. Mein Mut zur Wahrheit kannst du auch gerne Blödheit nennen. Und ich habe einen hohen Preis dafür bezahlt. Wieso? Will Werner sich an dir rächen? Alexander hat meine Anteile an der Firma überschrieben bekommen. Ach, Alexander. Ja, der ist sich natürlich nicht zu schade, sie anzunehmen, das ist schon klar. Am liebsten würde ich denen alles vor die Füße werfen. Sollen sie doch sehen, wie sie ohne mich klarkommen. Selbst meine Mutter hat mich fallen lassen. Merken die nicht, dass du der wichtigste Mann hier bist? Ich meine, schau doch mal hier. Concours Cuisine 2005, erster Platz. Wer hat denn gleich wieder gewonnen? Ich glaube, das warst du. Der Prophet wird nie gehört im eigenen Land. Die würden noch nicht mal merken, wenn ich weg bin. Na, täusch dich da mal nicht. In der Küche geht's jetzt schon drunter und drüber. Und wenn das Restaurant seinen Stern verliert, weißt du, wer sich dann zu Tode ärgert? Dein Vater. Wetten? Mann, du bist das Aushängeschild des Fürstenhofes. Du hast Macht, vergiss das nicht. Sag mal, habe ich irgendwas verpasst? Bist du als Coach bei uns engagiert? Warum tust du das? Hey, ich... Mich nimmt auch keiner ernst in der Familie, verstehst du? Ich dachte, vielleicht können wir unsere Probleme gemeinsam lösen. Aber kannst du dich mal wegpacken? Ich muss durch. Mm-mm, du weichst mir nur wieder aus. Was ist denn mit Robert? Ach, frag bitte nicht. Es war ein ganz schöner Abend und dabei bleibt es auch. Tanja, ich hab ihn doch auch gern. Deshalb will ich ihm helfen, aber ich muss wissen, was los ist. Du bist gut, ich kann ja nicht gleich sein Vertrauen missbrauchen. Hör mal, ich vermute, dass Maxim eine Intrige plant. Und er will Robert dafür benutzen. Ja, Robert ist viel zu klug, um auf Maxim reinzufallen. Aha. Warum lässt er die Küche im Stich? Nur weil er Streit hatte mit Alexander? Soll ich Karten legen? Du sollst mir die Wahrheit sagen. Sag mal, wem machst du dir eigentlich mehr Sorgen? Um Alexander oder um Robert? Ach, ist doch egal, es sind beides meine Brüder. Und ich leide darunter, dass sie Streit haben. Bitte, Tanja. Dein Vater hat Robert verstoßen. Nein, das glaube ich nicht. Er hat die ganzen Vermögensanteile Alexander gegeben und der hat sie natürlich schön brav eingesteckt. Hat das wirklich gemacht. Aber glaub mir, er leidet selber unter der Entscheidung. Ja, genau. Verteidige deinen hochgeliebten Alexander ruhig. Warum macht Werner sowas? Der weiß doch ganz genau, dass er damit einen Keil zwischen die beiden treibt. Naja, wo viel Geld ist, da so viel Ärger. So ist das eben. Sag's gerade du. Ja, natürlich gerade ich. Ich wollte doch immer reich werden. Was bringt es denn, wenn man nicht mal eine Sekunde sein Geld genießen kann? Nichts. Schlimmer hätte man Robert nicht verletzen können. Ja. Ich muss mit Alexander reden. Laura, bitte mach keinen Fehler und misch dich da ein, okay? Schön ist es hier. Dass dir das überhaupt noch auffällt bei den ganzen Problemen, die wir haben. Die Natur ist unschuldig. Da bin ich mir gar nicht so sicher.
Da haben wir uns was aufgehalst mit dem Fürstenhof. Wenn meine Schwester doch nur diesen Alexander nicht geheiratet hätte. Auf Katharina können wir nicht mehr zählen. Sie hat total die Fronten gewechselt. Ihr fehlt der Abstand. Ab und zu kann es gar nicht schlecht sein, eine Entscheidung von Alexander Saalfeld mit ein wenig Abstand zu hinterfragen. Wie meinst du das? Naja, er hat es zum Beispiel geschafft, diesen Robert so zu verprellen, dass er sich überlegt, den Fürstenhof zu verlassen. Das wäre doch eine Katastrophe. Vergraulen die den Meisterkoch. Roberts Küche ist doch das Renommee vom Fürstenhof. Das ist mir schon klar. Ich habe auch sofort versucht, gegenzusteuern. Und? Naja, ich habe einen ganz guten Draht zu Robert. Hast du was erreicht? Ich habe mich hingesetzt, stundenlang mit ihm geredet. Er hat mir erzählt, was es für Probleme gibt am Fürstenhof. Und das sind einige. Und dann habe ich ihm versprochen, dass ich Lösungen suche und die auch finden werde. Das klingt ja nach kompetenter Menschenführung. Maxim, du überrascht mich immer mehr. Ja, ich kann zumindest mal sagen, dass Robert seine Entscheidung noch mal überdenken wird. Das hast du gut gemacht. Ist doch klar, wenn ich euch helfen kann, jetzt wo es runter und drüber geht, mache ich das gerne. Ach, da ist ein Fax für dich gekommen. Hier, schau mal. Besten Dank. Und? Hast du schon ein ausgiebiges Bad in den Goldtalern genommen? Das macht richtig Freude, wenn man seine Anteile zählt, nicht? Ich bin weder geizig noch geldgierig, noch will ich dir schaden. Ganz im Gegenteil. Nein, du willst nur mein Bestes. Deswegen nimmst du es dir gerade. Robert, ich bitte dich. Wir sind Brüder. Wir brauchen nicht so miteinander reden. Kain und Abel waren auch Brüder. Du warst mein Trauzeuge, Robert. Du warst der Einzige, mit dem ich über Laura reden konnte. Du hast für mich diesen verdammten Laden ausgeräumt. Das habe ich für dich gemacht, um dich zu retten, du Depp. Wir haben gerade einen Draht zueinander gefunden. Ja, willst du das aufs Spiel setzen? Muss das sein? Dann lass dich nicht zu Werners Marionette machen. Nimm diese verdammten Anteile nicht an. Ich bin gerade auf dem Weg zum Notar. Du Verräter. Hör mal zu, das ist das Beste. Zumindest im Moment. Sobald sich hier alles gelegt hat, kriegst du deine Anteile wieder. Gebe ich dir sogar schriftlich. Ach komm, was? Bitte, lass mich in Ruhe mit deinem Gesülze. Ich bin auf deine Hilfe nicht angewiesen. Robert, bitte. Es gibt Menschen da draußen, die wissen mein Können zu schätzen. Schloss des Rosenfels, das Saalfeld, diese Stelle als Chefkoch in unserem Hause. Du willst gehen? Du kannst mich ja daran hindern. Schönen Tag noch. Was wollt ihr? Ich fürchte, Robert will uns verlassen. Er ist volljährig. Ich kann tun und lassen, was er will. Was ist? Wir wollen den Notar nicht warten lassen. Hast du die Unterlagen? Ja. Wenn Robert geht, was soll denn dann aus dem Fürstenhof werden? Dann löst sich doch hier alles auf. Tanja hat recht. Ich mache mir nicht nur um Robert Sorgen. Wärst du froh, wenn ich auch gehe? Nee, oder? Du kannst es doch nicht wirklich wollen, dass wir dich alle allein lassen. Kannst du mich nicht bitte mal kurz ganz festhalten? Oder vielleicht auch ein bisschen länger? Mann, du bist glücklich verheiratet. Oh oh. Ich werde das wohl nie so ganz auf die Reihe kriegen. Wieso? Ich möchte meinen Bruder nicht verlieren, das ist doch ganz normal. Gott, was mache ich hier eigentlich? Ab in die Küche. Was ist denn mit dem Lachs? Warum ist der noch nicht vorbereitet? Und die Minze? Wo ist die Minze? Ich dachte, wir haben heute bayerische Küche. Das riecht nach Frau Sonnenbichler. Die wird noch früh genug Möglichkeit haben, ihr Talent unter Beweis zu stellen. Ich bin noch hier der Chef, also los. Ach, ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Ton mal so vermissen könnte. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe heute einen besonderen Wunsch fürs Dessert. Riesling-Schaum mit Himbeeren. Könntest du mir das erfüllen? So, zur Feier des Tages? Zur Feier des Tages? Ich habe nicht so Gutes gehört von Werner und dir. Es herrscht Krieg. Ah, okay. Deshalb der Streik. Machst du das jetzt öfter, oder? Streik? Nein, nein. Ich verschwinde. Oh nein, das habe ich befürchtet. Sag mal, kannst du nicht einfach versuchen, Werner aus dem Weg zu gehen und dich mit Alexander irgendwie einigen, bitte? Was gibt's denn hier zu gucken? Macht mal weiter. Alexander ist auch nicht besser als sein Vater. Sonst wäre er nicht sein Lieblingssohn. Weißt du, was die beiden in uns sehen?
Fürstenhofsklaven. Wir machen hier die Drecksarbeit, schmeißen den Laden und wenn sie uns nicht mehr brauchen, plumps, lassen die uns fallen. Also Werner war immer sehr gut zu mir. Tatsächlich? Hast du seine Lügen schon vergessen? Und hast du dich nicht gefragt, warum unser lieber Herr Vater all seine Anteile Alexander überschrieben hat? Er hätte dir auch welche geben können, hat er aber nicht. Und warum hat er es nicht getan? Weil er nichts für uns übrig hat. Aber Alexander sind wir nicht egal. Ach, Alexander hat doch auch nur seinen Profit im Kopf. Weißt du was? Komm mit mir. Warum lässt du dich denn hier zum Deppen machen? Wir können Alexander hier nicht einfach so im Stich lassen, das geht nicht. Hat Alexander denn zu dir gehalten, als du seine Geliebte warst? Nein, siehst du? Warum sollte er es jetzt tun, da du seine Schwester bist? Gut, dass du mich zu dieser Fahrt überredet hast. Bei dieser Kälte siegt mein innerer Schweinehund sonst immer. Ich war heute früh schon mit Maxim unterwegs. Und diese Luft hier oben ist einfach herrlich. Sag mal, was machen eigentlich deine Blutwerte? Danke, sie bleiben stabil. Dann stehen die Chancen für dich also gut. Vielleicht kann ich den Krebs noch einmal besiegen. Endlich mal eine gute Nachricht. Alles andere ist nicht so erfreulich. Ich kann verstehen, dass du die Fusion rückgängig machen möchtest. Das sollst du wissen. Ich war vielleicht ein bisschen hart. In schweren Zeiten muss man zusammenhalten. Du verzeihst unsere Familie? Was Werner getan hat, ist nicht zu verzeihen. Aber Maxim hat mir gut zugeredet. Manchmal ist es nicht schlecht, auf seine Kinder zu hören. Ja, vor allem, wenn man sie weiterhin mit dem Boot halten möchte. Was meinst du damit? Ja, dein Sohn Robert hat vor zu kündigen. Weißt du nichts davon? Nein. Aber es wundert mich nicht. Der Graben zwischen ihm und seinem Vater ist zu groß geworden. Oh, du kannst es ruhig deutlich sagen. Robert hasst seinen Vater. Das war ja auf der Gesellschafterversammlung unübersehbar. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Weil du von Werner verlangt hast, dass er seine Anteile auf seine beiden Söhne überschreibt. Ich konnte nicht ahnen, dass Werner sie als Waffe gegen Robert benutzt. Werner hat Alexander seine sämtlichen Anteile überschrieben. Dann spielt er die beiden gegeneinander aus. Ich glaube nicht, dass ihm das bewusst ist. Er versucht nur, dem Ruhigeren das Handeln zu überlassen. Charlotte, du verteidigst Werner schon wieder. Seitdem sind meine Söhne völlig zerstritten. Dann hat Maxim also doch recht gehabt. Charlotte, wir müssen verhindern, dass Robert den Fürstenhof verlässt. Ich weiß nicht, ob er bereit ist, mit mir zu reden. Ohne den Sternekoch Robert verliert der Fürstenhof an Ansehen. Das sehe ich auch so. Mit diesem Schlag wird sich das Hotel jahrelang nicht erholen. Ach, Charlotte, es muss doch einen Weg geben, Robert zu halten. Zueinander gefunden. Ja, willst du das aufs Spiel setzen? Muss das sein? Dann lass dich nicht zu Werners Marionette machen. Nimm diese verdammten Anteile nicht an. Ich bin gerade auf dem Weg zum Notar. Verräter. Ja, bitte. Du hast die Anteile doch angenommen? Ja. Richtig ist, ich war gerade beim Notar. Und jetzt gehört alles dir. Ja. Das hätte ich nicht von dir gedacht. Wie ist denn das so? Wie fühlt sich das an, wenn man seinen Bruder ausgebotet hat? Gut? Du glaubst wirklich, ich wollte ihm schaden, ne? Warum hast du es denn sonst gemacht? Das war die härteste Entscheidung, die ich je treffen musste. Robert wollte seine Anteile nicht. Er hat sie uns vor die Füße geworfen. Erst Vater, dann mir. Ja, aber später wollte er sie dann zurückhaben. Und dann hättest du wie ein Bruder reagieren müssen. Ich liebe meinen Bruder, aber mein Bruder läuft amok.
Wenn er nicht aufhört, Vater zu hassen, dann stellt er sich selbst ins Abseits. Sag mal, ihr habt Robert so tief verletzt, merkst du das? Hör auf, ich habe keine Lust mehr, mich aufreiben zu lassen zwischen Vater und meinem Bruder. Ich habe Verpflichtungen auch meiner Frau gegenüber. Ich vertrete auch die Interessen der Klinker-Emden-Gruppe. Jetzt hast du es nämlich auf den Punkt gebracht. Dabei verrätst du nämlich deine eigene Familie. Meine Güte, Maxim Klinker-Emden, wartet doch nur darauf, dass ihr euch alle zerstreitet. Wieso Maxim? Ich weiß nicht, der plant irgendwas, so wie der hier rumschnüffelt. Ich kann den Kerl auch nicht leiden, aber er ist nun mal Katharinas Bruder. Ja, und Robert ist unser Bruder. Und deshalb müssen wir zu ihm stehen. Er kündigt sonst, das kannst du nicht zulassen. Ich habe mich für die Familie entschieden, so ist das nun mal. Wenn es Robert nicht passt, dann muss er gehen. So weh es mir tut. Seit wann zitierst du mich hierher? Das ist die neue Umgangsart. Magst du einen Tee? Danke, ich bin Koch. Ich kann mich sehr gut selbst versorgen. Setz dich zu mir. Mama, ich habe keine Zeit. Was gibt's? Du spielst mit dem Gedanken, wegzugehen. Stimmt das? Der tüchtige Alexander, der wird sicherlich einen würdigen Nachfolger finden. Ich kann verstehen, dass du sehr verletzt bist. Verstanden wird hier nur Alexander. Bist du da nicht ein wenig zu ungerecht? Ich habe doch immer zu dir gehalten. Das fühlt sich aber für mich ganz anders an. Ja, vielleicht, weil du in deinem Zorn alle weggebissen hast. Jetzt bin ich wieder schuld. Ach ja, aber das ist ja nichts Neues. Du tust uns Unrecht. Wo ist denn da die Hilfe und das Vertrauen, das ich sonst von dir bekomme? Aber ich vertraue dir doch immer schon. Du bist mir so nah. Schon als kleiner Junge hast du immer gespürt, wenn es mir nicht gut ging oder ich mit Werner Streit hatte. Und heute ist es genauso. Du bist immer für mich da. Warum lässt du mich dann im Stich? Warum? Was sagt der Arzt? Es sieht so aus, als ginge es bergauf. Das ist ja endlich mal eine erfreuliche Nachricht. Ich mache mir Sorgen um Robert. Was ist denn jetzt schon wieder mit ihm? Er fühlt sich von uns allen verraten und will gehen. Reisende soll man nicht aufhalten. Das ist nicht dein Ernst. Neue Erfahrungen tun einem ehrgeizigen Kopf wie Robert nur gut. Davon profitiert letztlich auch das Hotel. Du glaubst doch nicht, dass Robert wiederkommt, wenn wir ihn jetzt ziehen lassen. Mein Gott, wie oft hat er angedroht, alles hier zu schmeißen? Der blöfft doch nur. Das glaube ich nicht. Hast du denn keinerlei Gefühl mehr für dein eigenes Kind? Wie konntest du ihn nur so verletzen? Wer schlägt denn hier um sich? Robert will mich vernichten. Er will mich wie einen räudigen Hund davonjagen. Soll ich mir das gefallen lassen? Du gehst jetzt sofort zu ihm und entschuldigst dich auch im Wohle des Hotels. Das hat doch keinen Sinn. Du weißt doch, wie dein Sohn reagiert, wenn er mich sieht. Mein Sohn ist auch dein Sohn. Außerdem habe ich keine Zeit. Ich habe nur einen wichtigen Termin in der Stadt. Robert hat recht. Er bedeutet dir nichts. Der Steinbutt war hervorragend. Wenn der Zander die gleiche Qualität hat, dann kommen wir ins Geschäft. Auch langfristig. Da freut sich mein Chef. Ja. Ich störe dich nur ungern meine Arbeit, aber ich muss das mit dir bereden. Hallo Robert, hallo Vater, wie geht's? Hervorragend, schönes Wetter. Erstaunlich, dass ein Chef nicht grüßen kann. Ich bin nicht gekommen, um Smalltalk zu machen. Dazu habe ich auch gar keine Zeit. Was willst du? Ein Gespräch unter vier Augen.
Schieß los. Leg die Schürze ab und komm mit. Was ich hier zu sagen habe, bespreche ich nicht zwischen Tür und Angel. Alfons, haben Sie einen Moment? Ja, freilich. Eine Frau Desiree Ramminger hat angerufen. Sie hat sich beschwert, sie wäre schlecht behandelt worden. Sie wissen, dass ich mich für das Wohl unserer Gäste verantwortlich fühle. Und ich habe in der Regel auch nichts gegen Hunde, wenn sie gut erzogen sind. Ja. Und vor allem nicht an mir hochspringen. Und, wo drückt der Schuh? Die Frau Ramminger hat einen so nervtötenden Köter. Und der saß dauerkläffend an der Schneebahn und hat die anderen Gäste belästigt. Da habe ich sie halt gebeten zu gehen. Schon in Ordnung, vollkommen richtig. Ja. Für das nächste Mal bieten wir vielleicht an, dass sich ein Page um ihren Liebling kümmert. Eine gute Lösung. Wenn alle Probleme so leicht zu lösen wären. Herr Salfeld? Ja? Das ist eine ganze Menge, was Sie im Moment zu meistern haben. Bewundernswert. Danke. Wenn ich irgendwie helfen kann? Alexander, könnte ich dich vielleicht kurz sprechen? Ja, natürlich. Was kann ich für dich tun? Na ja, da liegt eine Dame im Wellnessbereich. Ich glaube, die braucht einen kleinen Weckruf und vielleicht noch einen Kaffee hinterher. Würdest du vielleicht kurz mitkommen, bitte? Ja. Sieht sie nicht zauberhaft aus? Ich hätte sie so gerne wach geküsst. Aber die Fahne ist nicht zu ertragen. Stell dir mal vor, wie peinlich das gewesen wäre, wenn nicht ich den Termin gehabt hätte, sondern ein normaler Hotelgast. Oh. Ich hoffe, das bleibt unter uns. Ja, bleibt es. Aber nur wegen meiner Mutter. Die macht sich so schon genug Sorgen ums Hotel. Ach ja? Dann sollte sie ihre Sorgen vielleicht mit mir besprechen. Vielleicht erfährt sie es ja doch. Und dann könnte sie fast den Eindruck haben, dass du dein Personal nicht im Griff hast. Maxim, ich bitte dich. Der Fisch stinkt vom Kopf, sagt man das nicht so? Hey, ich... Du willst sie doch nicht wecken. Und jetzt viel Spaß mit deiner Mitarbeiterin des Monats. Vorbild, das gebe ich zu. Ich müsste im Gefängnis sitzen für das, was ich in der Vergangenheit getan habe. Außerdem habe ich deine Mutter betrogen. Dass du mich dafür hast, verstehe ich. Wenn du denkst, dass dein Eingeständnis mich dazu bringt, alles zu vergessen, dann irrst du dich gewaltig. Nein, das tue ich nicht, aber ich kann doch nicht alles falsch gemacht haben. Mehr als du glaubst. Du willst mir keine Chance geben, nicht wahr? Ich war immer so stolz auf dich. Du warst Chef. Du warst stark. Ich wollte immer so sein wie du. Und ich wollte, dass du stolz auf mich bist. Robert, ich bin doch stolz auf dich. Alles, was du in die Hand nimmst, das tust du ganz und mit Leidenschaft. Davor hatte ich immer Respekt. Das ist das erste Mal, dass du das sagst. Du bist erfolgreich. Den guten Ruf des Hotels verdanken wir auch dir. Deinem Stern, den du erkocht hast. Deshalb verstehe ich nicht, warum du den Fürstenhof verlassen willst. Du hast doch hier die Achtung und Anerkennung, die du dir wünschst. Aha, daher also weht der Wind. Du willst mir Honig ums Maul schmieren, damit ich weiter brav den Kochlöffel schwinge. Ich entschuldige mich für meine Gene. Die aufbrausende Art hast du von mir. Wir sind uns einfach viel zu ähnlich. Im Vergleich verbitte ich mir. Ich hätte niemals so eine dreckige Affäre mit Cora angefangen. Ich könnte jedes Mal aus der Haut fahren, wenn ich dran denke. Ja, ja, ich weiß, dass du in deinem Jähzorn gefährlich sein kannst. Du bist zu impulsiv. Deshalb habe ich auch Alexander alle Anteile beschrieben. Das ist mir längst egal. Trotzdem liebe ich dich, Robert. So wie du Mutter liebst? Die du dann jahrelang mit Cora betrogen hast? Ich verstehe, dass du mich verachtest. Ich bitte auch nicht meinetwegen. Aber wenn du weggehst, wird Mama leiden. Darum geht's dir also. Du willst mich zurückgewinnen, damit du wieder bei ihr punkten kannst. Was bist du bloß für ein widerlicher Egoist? Ich bin auf dich zugegangen. Ich habe alles versucht. Aber deinem verbohrten Dickschädel ist einfach nicht zu helfen. Habe ich wirklich so fest geschlafen? Ich habe sie nur mit einem Eisbeutel wach gekriegt. Bitte sehr. Ich träumte von einer Schneeballschlacht mit Hugh Grant. Ach, dass mich ein Schlückchen Wein so schlapp machen kann. Wie kommen Sie eigentlich dazu, während der Arbeitszeit Alkohol zu trinken?
gutem Interesse Ihres Hauses habe ich versucht, den richtigen Wein für die Präsentkörbe zu finden. Bitte? Dazu war ich im Weinkeller und habe sorgfältig studiert und probiert. Das ist ein weites Feld. Da muss man sich schon engagieren. Sie waren in unserem Weinkeller? Wenn Sie die falsche Flasche erwischt haben, dann kostet uns das womöglich ein Vermögen. Ach, keine Sorge, ich habe nur die alten Flaschen genommen. Oh mein Gott, ich will es gar nicht wissen. Wissen Sie was, es ist Ihnen ein Risiko für unser Haus. Das kann ich Ihnen aber nicht ganz folgen. Sie setzen unseren guten Ruf aufs Spiel. Sie hatten einen Termin. Ein Gast hat Sie schlafend vorgefunden mit Alkoholfahne. Das kann nicht sein. Ich habe Sie selbst gerochen. Ich hatte keinen Termin. Ach ja? Und was ist das? Das ist nicht meine Schrift. Ach, jetzt leugnen Sie auch noch. Sehen Sie, da muss sich jemand nachträglich eingeschrieben haben. Ob das Ihre Schrift ist oder nicht, das ist ganz egal. Nach diesem Vorfall sind Sie entlassen. Tut mir leid, Sie können Ihre Sachen packen. Das ist absolut ungerecht. Ich erkenne Alexander überhaupt nicht wieder. Das passt doch gar nicht zu ihm. Wie kann er Robert so herzlos gehen lassen? Mann, die ganze Atmosphäre hier macht mich echt fertig. Vielleicht sollte ich Roberts Angebot ernst nehmen und mit ihm abhauen. Aber sobald ich weg wäre, würde ich Alexander wieder vermissen. Das war ja schon in Brüssel so schlimm. Lieber habe ich ihn als meinen Bruder in der Nähe als gar nicht. Du siehst aus, als müsstest du alle Probleme auf dieser Welt allein lösen. Da fühle ich mich auch. Ich fürchte, so viel Pralinen kannst du gar nicht machen, um dich zu beruhigen. Das wird ein Dessert. Neues Rezept aus Brüssel. Mhm. Deine diplomatische Mission ist also misslungen? Die beiden verfeindeten Brüder sind nicht miteinander zu versöhnen? Ich sag dir, das sind zwei solche Dickköpfe. Zum Glück bin ich nicht in die Politik gegangen, sondern in die Küche. Ja, die Rolle des Vermittlers ist eine sehr undankbare und oft auch unerwünschte. Ich weiß einfach nicht mehr, was ich machen soll. Am besten, du lässt los und konzentrierst dich ein bisschen mehr auf dich selbst. Du bist so wunderbar. Du bist der Einzige, der sich auch mal Gedanken um mich macht. Wenn du Hilfe brauchst, du weißt, wo ich bin, okay? Warte mal, du kannst eigentlich gleich damit anfangen. Womit? Na, mit helfen. Du könntest mal die Eier trennen. Und wie das? Da rein und das Eigelb da rein. Klingt einfach. Ja. Ist es aber nicht. Ich weiß schon, warum ich Restaurantleiter geworden bin und kein Koch. Kann sich meine Probleme wohl doch alleine lösen. Tut mir sehr leid. Pass auf dich auf, meine Küchenfee. Hey, hier bist du. Ich war schon in der Küche und hab dich gesucht. Ich mach's dir keine Vorstellung, wer heute Morgen auf der Massagebank lag. Es war ein Bild für Maxim, dich. Bitte verschon mich mit deinen hässlichen Geschichten. Was ist denn los mit dir? Ich Trottel! Bin wieder auf meinen Vater reingefallen. Okay. Langsam. Was ist genau passiert? Vater will mich halten. Natürlich will er das. Aber nur, damit er sein warmes Plätzchen bei Charlotte nicht verliert. Ich interessiere nicht die Bohne. Das ist hart. Es hat sich endgültig ausgelöffelt im Fürstenhof. Ich will diesen Mann nicht mehr sehen. Wir könnten den Spieß doch umdrehen. Warum solltest du denn gehen? Hm? Herr Klinker-Empten, diese Idee gefällt mir sehr gut. Mir erst. Dein Vater und dein Bruder sind dir beide in den Rücken gefallen, und zwar mehrfach. Findest du nicht, die haben vielleicht mal eine kleine Abreibung verdient? Nicht nur eine. Hm. Allerdings funktioniert das nur, wenn wir beide wirklich zusammenhalten. Partner? Was hast du vor? Ich zeige dir mal das Zimmer. Ja, bitte. Mir persönlich eingecheckt, bitte. Was denken Sie, Alfons? Könnte das derselbe geschrieben haben? Ja, eindeutig. Das ist beides die Schrift von Herrn Klinker-Empten. Zweifellos. Hm. Interessant. Seit wann darf der seine Massagetermine selbst eintragen? Eine gute Frage.
Das glaube ich nicht, dass das der Frau Lieberts gefallen wird. Hä? Hat Tanjas Mutter vielleicht doch recht. Danke. Womit? Gibt's Probleme? Irgendwas braut sich zusammen. Ich weiß noch nicht was, aber naja, ich traue Maxim nicht mehr über den Weg. Diese Einschätzung teile ich voll und ganz. Die Erfahrungen, die ich mit dem jungen Mann gemacht habe, waren alles andere als erfreulich. Wenn ich irgendwas tun kann. Danke, Alfons. Das ist eine Familienangelegenheit. Dann darf ich mich natürlich nicht einmischen. Grüß Sie Gott. Pausenzimmer 28. Ja. 20, bitte sehr. Ja, dann bereiten Sie die Verträge doch schon mal vor. Hm. Ja, notfalls müssen Sie das im Alleingang machen. Doch, doch, da vertraue ich ganz auf Sie. Wozu zahle ich Ihnen ein fürstliches Gehalt? Ja, gut. Auf Wiedersehen, Herr Hartmann. Ein großer Reiseveranstalter bietet uns eine Kooperation an. Eigentlich müsste ich persönlich anwesend sein, aber ich kann doch hier nicht weg, gerade jetzt. Hast du allerdings recht. Ich habe mich im Hotel ein bisschen umgeschaut. Das ist die reinste Katastrophe. Was ist denn jetzt schon wieder los? Na, das Personal liegt betrunken im Wellnessbereich. Wie bitte? Ja. Ich habe mich sofort darum gekümmert, dass die entsprechende Person gefeuert wird. Aber Alexander hatte wieder mal von nichts eine Ahnung. Mein lieber Schwiegersohn verliert wohl allmählich den Überblick, was? Ich fürchte, da muss ich dir recht geben. Arme Katharina. Aber sie wollte ja nicht hören. Ich verstehe das Ganze gar nicht. Ich dachte bisher immer, Alexander wäre ein patenter Typ. Aber jetzt, wie der seinen Bruder behandelt, wie den letzten Dreck. Ist doch klar, dass er die Nase voll hat. Wenn er geht, den Verlust verkraftet das Hotel nicht. Wir hätten nie fusionieren dürfen. Aber da kommen wir nicht mehr raus. Was mache ich denn jetzt? Naja, es gibt dann noch eine letzte Möglichkeit, Robert vielleicht doch zu halten. Guten Tag, schön, Sie zu sehen. Hallo. Na, Vater? So schlimm? Irgendwie muss ich mich abreagieren. Immer wenn du Bücher sortiert hast, wussten Robert und ich, es hat keinen Zweck, dich um Taschengeld zu bitten. Mit Robert ist nicht mehr zu reden. Ich habe es gerade noch mal versucht. Der verdreht mir jedes Wort im Mund. Ich gib's auf. Ich komme auch nicht mehr an ihn ran. Du musst damit rechnen, dass er kündigt. Was? Das darf auf keinen Fall passieren. Tja, er muss wissen, was er tut. Robert gehört zum Fürstenhof. Er ist nicht nur mein Bruder, er ist der beste Koch, den ich kenne. So einen finden wir nicht nochmal. Außerdem traut sich keiner, in seine Fußstapfen zu treten. Das kann ich sogar verstehen, er ist genial. Und wenn überhaupt noch jemand für uns arbeiten will. Nach den Schlagzeilen für die Presse sind wir ein Skandalhotel. Entschuldige, aber der Chef hat eine Affäre mit einer Mörderin. Du glaubst gar nicht, wie sehr ich diese Affäre bereue. Hoffentlich kann deine Mutter mir jemals wieder verzeihen. Ich hab's auch nicht verstanden, echt. Also das mit Cora. Warum ausgerechnet sie? Also mit Charlotte hatte das überhaupt nichts zu tun. Sie ist mein besseres Ich. Ich liebe sie. Ich hätte sie nie wegen Cora verlassen. Aber? Was glaubt ihr in ihr? Das hat mich fasziniert, ihre Unberechenbarkeit. Vater. Außerdem habe ich ihre Raffinesse bewundert. Wie sie Maxim dazu gebracht hat, der Fusion zuzustimmen. Hör mir auf mit Maxim, bitte. Der geht mir auf die Nerven. Das ist ein egozentrisches Großmaul. Ich habe das Gefühl, der plant irgendwas. Hast du mit Katharina drüber geredet? Katharina liebt ihren Bruder. Sie würde nichts gegen ihn sagen. Aber was soll er schon ausrichten? Der liebt das Geld, schnelle Autos, sein Häschen. Und allem anderen ist er doch überfordert. Laura hat auch das Gefühl, er will uns schaden. Wir sollten deswegen zu Robert halten, meint sie. Laura ist ein liebes Mädchen, aber von Firmenpolitik hat sie keine Ahnung. Maxim ist harmlos. Was mir Bauchschmerzen bereitet, ist der Ersatz für Robert. Ach Gott, ich mag nicht drüber nachdenken, wirklich. Reichst du mir mal das Kirschwasser, bitte? Et voilà. Merci. De rien. In Brüssel haben sie die ganze Zeit Französisch geredet. Ich kam mir so blöd vor am Anfang. Die Fachsprache ist doch überall gleich. Ja, ich hab's dann nach einer Weile auch ganz gut verstanden, aber selber reden. Ich bin ganz gut in Hände und Füße. Das würde ich gern sehen. Geht doch. Es gibt einen Gott. Voilà.
Creme Bruxelles für den besten Chefkoch, den ich kenne. Auf den wir alle stolz sein dürfen. Müssen. Müssen. Hm. Es schmeckt wie immer wunderbar, wie alles von dir. Schade. Schade was? Schade, dass ich vielleicht bald diese Kunstwerke nicht mehr genießen kann. Das ist nicht wahr. Wenn sich heute nicht einiges im Fürstenhof ändert, bin ich weg. Kündigung des Arbeitsverhältnisses, Viola Lieberts. Ja, bitte. Ach. Alexander, wir müssen reden. Du kannst dir sicherlich denken, worüber. Ja, es geht bestimmt um Frau Lieberts, unsere Masseurin. Bitte, nimm doch Platz. Ja. Tja, Maxim, du hattest keinen Termin bei Frau Lieberts. Du hast dich selbst eingetragen. Was sollen diese Spielchen? Warum lügst du mich an? Hast du die alte Schnapsdose endlich gefeuert, ja? Oder hast du dich wieder eingewickelt? Ich denke nicht, dass dich das was angeht. Bei dem schlaffen Führungsstil kommt das Hotel nie aus der Krise. Dem Hotel geht es gut, Maxim. Und entschuldige, ich denke, da fehlt dir die Kompetenz, das zu beurteilen. Dem Hotel geht es sogar sehr gut. Die Frage ist nur, wie lange noch? Wenn Robert kündigt, dann steht das Hotel ohne Sternekoch da. Nun, dann werden wir einen neuen finden. Ja, das ist doch nicht so einfach, das weißt du ganz genau. Mein Bruder ist ein freier Mensch, ich kann ihn nicht anbinden. Wenn er gehen will, ich kann nichts machen. Das ist aber ein Armutszeugnis, Alexander. Robert bleibt im Fürstenhof. Aber unter einer Bedingung. Mein Bruder stellt eine Bedingung. Robert will, dass Maxim Geschäftsführer im Fürstenhof wird, neben dir. Und ich werde diese Forderung unterstützen. Aber er ist Katharinas Bruder. Über sie kannst du vielleicht recht. Nein. Das Beste wird wohl sein, ich gehe weg, ich suche mir eine neue Stelle. Katharina geht mit mir überall hin, das weiß ich. Hat dir deine Mutter keine Manier beigebracht? Werde in meinem Büro kann ich machen, was ich will. Alexander der Große teilt seine Regentschaft nicht gerne, was? Aber mit dieser Selbstherrlichkeit muss jetzt endlich Schluss sein, ein für alle Mal. Ich denke, Vater hatte recht, mit dem Mann kannst du nicht arbeiten. Oh, bravo, bravo für diese Post. Ich habe Ihnen doch gesagt, wenn Sie gefälligst an meinen Sohn. Maxim plant eine Intrige. Du bist doof genug, dich dafür benutzen zu lassen. Und vor lauter Wut auf Alexander bereit bist, alles zu tun. Ah, Alexander.